Hallo München, hallo BIMworld und hallo World. Ben Römer von Wigman, Chief Creative Officer. Ich würde euch gerne mitnehmen auf eine kleine Reise. Die habe ich zusammen mit Nicolai Nolle gemacht. Jetzt im Oktober waren wir in den USA. Und ich würde euch gerne ein bisschen erzählen, was wir da festgestellt haben in Sachen BIM, in Sachen Smart Construction, in Sachen Smart Documentation, weil wir da auch unglaublich neugierig drauf waren, zu sehen, wo stehen wir hier, wie sieht es drüben aus über dem großen Teich. Surveying in USA, das ist unser kleines Thema hier. Und ich erzähle euch jetzt, wie die Reise abgelaufen ist. Der Hauptgrund war eigentlich, das hier zu tun, um mal zu gucken, was ist hier um uns herum? Was erleben wir hier täglich in der Praxis, in der Entwicklung, in der Umsetzung der neuen Technologien in der Praxis? Und wir hatten das Gefühl, kommend aus Baden-Württemberg, es ist Zeit, mal über den Tellerland zu gucken und zu schauen, wie es in den USA wirklich aussieht. Und man kann ja heute viel googeln und viel zoomen, aber am besten ist immer noch, wenn man selber mal hinfährt und guckt, wie es wirklich geht. Dazu hatten wir ein paar tolle Sachen im Gepäck, denn wir sind hier zwar mit Wigram erst seit 2019 am Start, aber unsere Wurzeln liegen in einem Ingenieurbüro, was schon seit 10 Jahren Vermessung, Bauüberwachung macht und in vielen großen Projekten unterwegs ist, auch BIM in der Praxis konkret mit umzusetzen. Unter anderem machen wir das zusammen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart, unter anderem auch dem Heiko Engelhardt, der heute hier ist und mit dem wir schon auf eine ganz tolle Reise gegangen sind, BIM nicht nur in den Ordnern und auf den Papieren zu haben oder in den Planungen, sondern zu sagen, und das ist sein Tenor, erst bauen, dann planen, dann weiß man auch, was eigentlich wirklich da draußen passiert. Und kann diese Erfahrung dann auch mit übertragen auf BIM in der Praxis. Das heißt, mit unseren Erfahrungen hier eigentlich in großen Projekten aktiv zu sein, da eine führende Rolle zu haben, große Infrastrukturprojekte zu begleiten, in der BIM-Koordination innovative Technologien mit einzubringen. Die seht ihr hier, das VDOC, die VISON und auch das Empowerment der People eben durchzuführen, mit diesen Technologien umzugehen. In der Überwachung, auch in der Umsetzung, mit den Bauunternehmen auch. Das hatten wir im Rucksack. Das ist so ein bisschen unser Track Record seit 2017, wo wir eine ganze Reihe von Pilotprojekten gemacht haben. Am Anfang kleinere, die Projekte wurden immer größer. Jetzt Anfang des Jahres steht ein ganz großes an, die B29, der zweite Bauabschnitt bei Essingen-Aalen. Das ist dann sozusagen die erste 100%ig digitale Baustelle, die wir zusammen machen werden mit dem Regierungspräsidium Stuttgart. Und es sei kurz erwähnt, letztes Jahr haben wir dafür auch einen tollen Award gekriegt für BIM in der Infrastruktur vom BIM-Kastanien. Über einen ganz tollen, erfahrenen Mann, den wir bei uns mit an der Seite haben, der Hans-Peter Härte, der hat in Sachen Bau schon wahrscheinlich alles gesehen, haben wir einen tollen Kontakt bekommen, um in den USA einen Zugang zu bekommen, mit Leuten aus der Praxis zu sprechen. Und das ist die Firma Plant Construction. Die sind in der Bay Area und um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wer das ist, die gibt es seit 75 Jahren und die haben in der Bay Area so mehr oder weniger ganz viel gebaut von dem, was da heute so ist und was man sich angucken kann. Viele Dinge instand gesetzt, viele Dinge neu gebaut. Und wir hatten die Möglichkeit, dort mit einem der Senior Project Manager zu sprechen und auch einem der Geschäftsführer. Und das Thema, was im Raum stand, war ein großes Projekt, was da im Moment in der Planung ist. Treasure Island, das ist die Insel, die andere Insel, nicht Alcatraz. Da kommt man hin, wenn man Mist baut auf den Baustellen. Treasure Island, das ist die positive Insel, die liegt auch in der Bay Area und da hat Plant Construction eine riesengroße Site.
und die haben wir uns zusammen angeguckt. Und wir haben das folgendermaßen gemacht. Normalerweise, wenn man ein Meeting macht und nicht vorm Rechner in Zoom guckt, trifft man sich ja in einem Meetingraum und sagt, hallo, das ist meine PowerPoint-Präsentation. Da wir aus der Praxis kommen und wir gemerkt haben, dass das am Ende auch eines der Schlüsselargumente war in unserem Gespräch, haben wir uns nicht im Meetingraum kennengelernt, sondern auf der Baustelle. Das heißt, wir sind nach Treasure Island gefahren, sind auf die Site gegangen, haben einen Kollegen getroffen, Good Morning America, haben uns die Site angeguckt, ein Riesending, was da gebaut wird, mit unterschiedlichen Gebäuden, mit vielen Sachen, die auch noch in der Planung und Vorbereitung sind, haben da mit dem David Smith eine Runde gedreht und sind am Ende hier an der Stelle sozusagen stehen geblieben, um mit ihm dann auch ganz konkret ein paar Dinge auszuprobieren. Denn was wir natürlich mit hatten und was wir glücklicherweise auch mit durch alle Zollgeschichten und Kontrollen bekommen haben, das ist ja nicht ganz einfach, wenn man das so in der Jackentasche hier hat, ne? Wollten wir natürlich mit dem David unser VDOC auf der Baustelle direkt ausprobieren. Und die gute Nachricht vorweg, die Erkenntnis hatten wir vorher so noch nicht, aber das ist dann passiert. Wir kannten David nicht, David kannte das VDOC nicht und nachdem er es in der Hand hatte, würde ich sagen, von 0 auf VDOC in 90 Sekunden war dann sozusagen das Ergebnis. Das heißt, Nico hat ihm kurz erklärt, wie das funktioniert, was man damit machen kann und der gute Mann ist dann losgelaufen und hat die Sachen auf der Baustelle gescannt, hat es ausprobiert, hat noch kurz mit dem Bauunternehmen gerufen und gesagt, oh, ich scanne ja gerade was, pass mal auf, ich glaube, nachher kriege ich die Modelle, oder Nico, kriege ich nachher die Modelle, ja, alles klar, dann rede ich mit euch mal darüber, wie das in Zukunft hier funktionieren kann, wenn man auf diese Art und Weise Documentation macht. Und den Ton hört man jetzt leider nicht, aber das war genau die Situation. Kurz vorher die Schulung, losgelaufen, er nimmt das VDOC, der Ton läuft jetzt leider gerade nicht, scannt die Situation, sagt dem Mann mit dem Bagger Bescheid, was er da gerade macht und dass das eine neue Art und Weise ist, Dokumentation auf einer Baustelle zu machen. Dann waren wir vorher noch in einer anderen Situation, da ging es darum, eigentlich einen typischen Use Case für das VDOC sich anzugucken, nämlich wenn ein Schacht ausgehoben ist, wenn Leitungen verlegt werden und wenn man, wenn das zugemacht wird, nicht mehr weiß, was da drin liegt. Auch das haben wir uns zusammen angeguckt. Ich glaube, das war sogar die erste Situation und ausprobiert, rumgelaufen, gescannt, keine Berührungsängste. Die einzige Frage ging eigentlich so in die Richtung, so, what does it do? Was kann ich damit machen? Ja, 4 Stunden später kam dann auch das Meeting im Meetingraum und in der Tat haben wir es geschafft, war nicht so ganz einfach, aber ein bisschen Magic war es ja dann auch immer. Wir hatten dann unser Meeting, Geschäftsführer dabei und hatten die Modelle mit, die David am Vormittag generiert hat. Hier eben der kleine Schacht, das haben wir uns zusammen angeguckt, sind wir in die Details gegangen. Nico hatte die Point Guard hochgeladen, konnten wir durchgehen, konnten wir uns angucken, diskutiert und die zweite Situation eben auch mit dem größeren Auszug, wo auch der Bagger stand. Das ist dann noch bereinigt worden mit der automatischen Point Cloud Correction, das hat die Fatima mir vorhin gezeigt, wie das funktioniert. Und auch nach Vorbereitung für einen spezifischen Use Case. Das heißt, innerhalb von einem Tag Baustelle, Sachen aufnehmen, VDOC erklären, Meeting machen, Modelle mitbringen, darüber sprechen und dann auch noch erzählen, was unsere Idee grundsätzlich von Smart Documentation ist. Denn natürlich macht man auf einer Baustelle nicht alles mit dem VDOC, sondern wir wollten auch gerne noch gucken, ob unsere Idee Orchestrating Smart Documentation, ob das etwas ist, was
Plant Construction schon mal gehört hat oder womit ihr auch was anfangen könnt. Und wir haben es eben schon ein paar Mal gehört und auch gesehen, auch der Michael hat das eben gezeigt, im Rahmen der Rezone. Wenn man Smart Documentation machen möchte, dann geht es eigentlich darum, unterschiedliche Technologien intelligent miteinander zu verknüpfen oder eben auch zu orchestrieren. Sprich, das VDOC für die nahen Dinge, für das Ground Surveying, für die Leitungen, für die Sachen, die nah dran sind, die Drohnen, die eben über die Baustelle fliegen, die Maschinensteuerung, die dazukommen kann, oder eben auch das Thema Crane-Kamera, haben wir vorhin von Melissa gehört, Crane-Kamera hängt da oben, das alles intelligent miteinander zu verknüpfen und ein bisschen sowas zu machen wie, ja, combining the best of each, also zu überlegen, was bekommt eigentlich welche Rolle, damit ich eine möglichst lückenlose Dokumentation habe, die ich dann eben auch optimal benutzen kann. Das haben wir mitgebracht, das ist unsere Baustelle, glaube ich, EFNAT ist das, daran haben wir das dargestellt, zu sagen, guck mal hier, die Drohne fliegt im Grunde über das Ganze, scannt das alles ein, dann haben wir da die Crane-Kamera, den Excavator, die VDOCs und wenn man das so ein bisschen zeitlich aufteilt, würde man sagen, ne? Einmal die Woche die Drohne, der Excavator dann, wenn er im Einsatz ist und die Crane-Kamera zum Beispiel zweimal am Tag oder auch on demand und die VDOCs natürlich in der Situation, wo ich sie ganz konkret brauche. Wir haben das vorhin schon mal gehört, so sieht das jetzt auch in den Projekten aus, die wir hier konkret machen. Ich glaube, unser beider Eindruck war, dass die das vorher noch nicht gehört hatten. Und darum ging es ja auch genau, mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo stehen wir hier, wo stehen Firmen in den USA, wie wird das da gemacht? Und hat man auch eine ähnliche Vorstellung davon, wie man das angehen kann und wie man das machen kann. Ja, und in der Nutshell, wie war's? Ich würde sagen, als der Kollege sich dann verabschiedet hat und ins nächste Meeting musste, sagte er, Mensch, ich habe hier 4 Projekte, die würde ich gerne mal mit euch diskutieren, unterschiedlicher Art, Hochbau, Tiefbau, Airport. Und wir hatten eigentlich vor, da mit einem POC rauszugehen. Und ich glaube, über das Ergebnis waren wir super happy. Und auch super, super froh, das einfach ganz konkret am eigenen Leib und in der eigenen Diskussion mal zu hören, wie das eben ist, wo man mit den eigenen Sachen steht und wie man solche Ideen auch in andere Länder tragen kann. Wir waren dann noch zusammen, meine Kollegen hier vom Land, die eine Niederlassung haben in San Francisco, haben darüber gesprochen, wie man da eine Niederlassung gründen kann, um da auch sich zu verankern. Und unterm Strich, glaube ich, waren wir wirklich ziemlich happy, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist jetzt, das war Anfang Oktober. Wir sind dabei, die Sachen vorzubereiten. Und ich glaube, es war ein schönes Beispiel dafür, dass man viel vom Schreibtisch auch machen kann. Aber am Ende, um was wirklich zu bewegen, muss man dann auch in die Welt, um die Future of Smart Documentation and Construction umzusetzen. Dankeschön.